Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast zum Thema Clustermedizin bei mir. Gerade die Informationsmedizin ist immer wichtiger in der Zukunft und vor allen Dingen vernünftige, tiefgreifende Diagnosen, die über den Körper hinausreichen und wirklich auch in der Tiefe nahe in der Therapie umgesetzt werden können. Und wie das Ganze funktioniert und was das Besondere daran ist, das erfahren Sie gleich von unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Ludmila, schön, dass du wieder da bist. Danke, ja, gerne. Wir hatten letztes Mal wirklich über dieses wunderbare Thema Clustermedizin gesprochen. Du bist Heilpraktikerin, arbeitest Jahrzehnte schon damit und hast uns auch Analysen gezeigt, wie du wirklich mit dem Patienten vorgehst oder auch andere Therapeuten, die damit arbeiten, dass man wirklich auch Fragen bekommt und man kriegt quasi keine Worte zum Antworten, sondern Symbole. Und hinter diesen Symbolen werden unbewusste Strickmuster quasi freigelegt. Und das finde ich eigentlich wirklich das Spannende, weil unser Kopf will ja immer irgendwie reinkrätschen. Ja, so. Und ich würde heute noch mal gern mit dir wirklich in dieses Verfahren eintauchen, wenn ein Patient zu dir kommt. Wie startet diese Clustermedizin und wie ist dann quasi die weitere Vorgehensweise, dass wir da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Ja, also das denke ich auch, würde wahrscheinlich viele interessieren. Mhm. Was erlebe ich, wenn ich in so eine Clusterpraxis mhm. komme? Wobei Clustermedizin sehr, sehr gut sich mit allen anderen Methoden kombinieren lässt. Und wenn der Patient jetzt zu mir in die Praxis kommt, wird natürlich erstmal eine Anamnese gestellt und genau nachgefragt, welche Probleme man hat, seit wann die Probleme bestehen, was es für weitere Beschwerden vielleicht gibt. Gerade auch bei chronischen Krankheiten, gell, wo man auch genau, nicht so an den genau, Ursprung rankommt. Genau. Also einfach erstmal Fragen mhm. stellen und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn der Patient noch sehr so in seinem Schmerz gefangen ist und mhm. seinem Körper, also der Körper sehr, sehr große Probleme bereitet, dass man wirklich erstmal nur eine eine Körpersubstanz analysiert, Speichel, Blut, Urin, das lernt man dann, was bei welcher Krankheit ideal ist, womit mhm. man beginnen soll, weil jede Körpersubstanz eine andere Ebene des Körpers repräsentiert. Und die Clustermedizin arbeitet auch viel mit den Keimblättern. Also mhm. schaut man bei Beschwerden, zum Beispiel Schilddrüse, Morbus Hashimoto, was ja oft vorkommt, ja. nimmt man Speichel. Ja, mhm. die Schilddrüse befindet sich auch hier, dass man Speichel nimmt. Bei Menschen, die erschöpft sind oder Herz-Kreislauf-Probleme haben, nimmt man Blut. Also man hat die Möglichkeit, einfach eine Körpersubstanz nehmen, um die Cluster medizinisch zu analysieren. Und dann erzähle ich, wie das Verfahren weitergeht. Oder das ist die eigentliche Clustermedizin, was wir schon in dem vorhergehenden Video mal angesprochen haben, dass man eine Art psychologischen Test macht mit den Graphentafeln, mhm. um dann zu sehen, was ist das die ideale Untersuchung, was ist die Quelle, die Untersuchungsquelle, was ist die ideale Untersuchungsquelle, die das beste dann am Ende Therapieergebnis liefert, die uns am besten wirklich auch die Ursache zeigt. Wenn wir jetzt bei der Schilddrüse bleiben und ich mache so eine unbewusste, das ist ja dann auch wieder ein Fragekatalog. Na, eben nicht. Man kann einfach nur Speichel nehmen. Okay. Und wenn ich jetzt den Fragenkatalog mache, dann mhm. macht man meistens am Anfang erstmal diese Fragegruppe, ich bin krank, meine Krankheit breitet sich aus, was wir bei dem letzten Video mhm. schon mal hatten. Diese zwei Möglichkeiten gibt, dass man das Unbewusste mhm. fragt oder direkt den Körper abfragt. Aber wenn man jetzt das Unbewusste fragt, mhm. du wolltest dann noch ja, genau, weil dann habe ich doch auch die Möglichkeit, ich kann natürlich dann sehen, okay, die Schilddrüse ist vielleicht mit Toxinen belastet, was weiß ich, Amalgam, Quecksilber, das ist ja auch mit so ein, oder
ich habe ein, keine Ahnung, Kommunikationsproblem in der Partnerschaft. Genau. Und spreche nicht aus, was ich sagen möchte. Genau. Oder beides sogar. Oder beides. Genau. Und das, dann hätte ich ja quasi auch diesen ursprünglichen Aspekt der Psychoneuroimmunologie auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall. Das Besondere dieser Diagnosemethode ist ja, dass wir das Gehirn des Menschen oder den Menschen direkt abfragen können. Mhm. Seinen Körper über die Körpersubstanz und sein Gehirn über die Graphentafeln. Mhm. Ja, wir haben die Möglichkeit, das Unbewusste eines Menschen sichtbar zu machen und direkt abzufragen. Was hast du, liebes Gehirn, uns zu dieser Krankheit zu sagen? Und dann erhält man Analysen, die tatsächlich sowohl die körperliche Situation als auch die psychische Situation darstellen. Mhm. Und man sieht wirklich, in der Analyse gibt es ein Feld, Probleme, Psyche, Ursachen. Da sieht man Herkunftsfamilie, vielleicht mit den Eltern oder in der Kindheit oder Partner, weil Familie oder soziales Umfeld. Also da sieht man, wo der Schwerpunkt momentan liegt, wo die psychischen Belastungen oder ob sie überhaupt eine Rolle spielen oder vielleicht gar keine Rolle spielen, ob vielleicht Zähne eine Rolle spielen oder autoimmunologische Prozesse. Es gibt auch immer mehr Menschen, die entzündliche Prozesse der Gefäße des Gehirns haben. Also da laufen Entzündungen im Gehirn ab und die gehen dann vom Arzt zum Arzt, vom Heilpraktiker zu Heilpraktiker und keiner findet was. Und das sieht man wunderbar mit diesen Graphentafeln. Dann sieht man quasi, was läuft im Körper ab, was läuft im Gehirn ab. So, auf jeden Fall, das ist ein Prozess, den der Clustertherapeut dann macht. Also er sagt dem Patienten, wir machen so einen Vortest und dann wissen wir, was wir analysieren sollen. Und es kommt oft dann bei Hashimoto tatsächlich auch Speichel raus oder Fragegruppe oder beides. Und das schickt man ins Clusterlabor. Das Clusterlabor analysiert diese Proben. Egal, welche das sind, ob das Körpersubstanz oder diese Fragegruppe. Und dann gibt es ein Ergebnis, eine Analyse. Und diese Analyse bildet den Stoffwechsel ab. Also sie stellt keine Diagnose in dem Sinne. Also wir sagen jetzt, ah ja, da steht jetzt Morbus Hashimoto, sondern es beschreibt Toxine, welche Toxine und welche Art von Toxine und auf welchen Wegen diese Toxine am besten ausgeschieden werden können. Ja, welches Organ hier unterstützt werden soll? Ist es dann die Leber oder ist es die Lunge oder ist es die Haut? Ja, das Nervensystem wird ja oft über die Haut entlastet. Dann kommen oft, dass man über die Haut entgiften soll. Oder es gibt Hinweise, was man nicht essen soll, welche Nahrungsmittel schwer verstoffwechselt werden können. Es stehen aber auch in der Analyse Hinweise über Mikronährstoffe, dass man sagt, okay, liegt der Schwerpunkt auf den Vitaminen? Muss ich Vitamine aufnehmen? Fehlen mir bestimmte Vitamine? Fehlen mir Mineralstoffe? Fehlen mir Aminosäuren? Fehlen mir Enzyme? Also diese Felder sind dann auch in dieser Stoffwechselanalyse mit drin. Und natürlich psychische Hinweise. Aber auch, was mir persönlich sehr wichtig ist als Therapeut, Hinweise für den Patienten, was er selber tun kann, um gesund zu werden. Das heißt, der Mensch, die Clustermedizin entscheidet nicht für den Menschen, sondern mit der Clustermedizin gibt man oder ermächtigt man den Patienten wieder, was tun zu können, um gesund zu werden. Und man kann ihm ganz genau sagen, hier, lass bitte Gluten weg, da steht's in der Analyse. Oder geh bitte zum Zahnarzt, da scheint im Zahnbereich was nicht in Ordnung zu sein. Ja, wir sehen hier Hinweis auf tote Zähne, ja, oder Entzündungen im Zahnbereich und an den Nasennebenhöhlen. Oder wir sehen Keime, ja, der Darm, die Darmsymbiose passt überhaupt nicht. Ja, aber es ist nicht immer der Darm. Ja, manchmal ist das Immunsystem aus der Balance, ja, und kann sich nicht wirklich richtig oder reagiert nicht richtig, aber ganz oft auch die Psyche. Meine Beobachtung in der Praxis ist, dass man tatsächlich heutzutage sagen kann, dass es mehr Krankheiten gibt, die von der Psyche verursacht werden, als Krankheiten, die tatsächlich der Körper verursacht. Und auch Menschen, die handfeste Krankheiten haben,
Schmerzen. Jetzt ein Fall, der mir einfällt, eine Frau, es war vor vielen Jahren, war eine meiner ersten Patienten in den 90er Jahren, die hatte massive Herzrhythmusstörungen, phasenweise, nicht immer, mit Panikattacken, dass sie jeden Augenblick sterben wird. Die war bei allen Ärzten. Die hat sich untersuchen lassen, die ist freiwillig ins Krankenhaus, die war zigmal in der Notaufnahme, wenn das aufgetreten ist. Keiner hat was gefunden. Dann kam sie zu mir und ich habe auch nicht sofort finden können. Wir haben dann Analysen gemacht. Das Schöne ist, man muss nicht genau wissen, was jetzt der Mensch tatsächlich hat, was ihn plagt. Sondern man kann diese Analysen machen, individuelle. Ja, im Unterbewusstsein mit dem Menschen. Das finde ich ja das Geniale. Ja, er bekommt aber dann seine individuelle Therapie. Das heißt, er sprüht, also so ein individuelles Sprühmittel auch für mich, er sprüht sein individuelles Mittel am Tag und es arbeitet auch in seinem Unbewussten, so dass es dann entweder wirklich ungewöhnliche Träume gibt, die ihm klar machen, was Sache ist, oder er erinnert sich an irgendwelche Ereignisse. Und bei dieser Frau, was interessant, die saß mal eines Morgens in meiner Praxis und hat gelächelt. Das war gerade so eine Phase, die hat vielleicht 3 Analysen, 4, also wir haben ein paar Analysen gebraucht, bis wir an den Punkt gekommen sind. Und dann hat sie gelächelt und hat sie gesagt, und jetzt weiß ich's. Gestern Abend kam das richtig hoch, das Gefühl, und ich wusste, das hat was mit meinem Kind zu tun. Meine erste Schwangerschaft war Totgeburt. Ich wusste das nicht, weil sie schon Kinder hatte, also ich glaube 3 Kinder. Und die erste Schwangerschaft war Totgeburt und sie hat das Kind nicht gesehen. Sie hat auch nicht drum trauern können. Sie war relativ jung, hat auch dann einen anderen Mann geheiratet. Das war eine schwierige Situation und hat es verdrängt. Das Kind war fertig. Das ist am Herzstillstand gestorben. Ja, okay. Und ihr Unterbewusstsein hat sich erinnert. Mhm. Aber ihr war das nicht bewusst. Oder was auch sehr, sehr... Was war dann die Heilung? Die das hat aufgehört. Also die auf Basis dieser Analyse... Also sie wurde ja, ihr habt ja dann 3-mal die Analyse gemacht, gell? Und bei der Analyse jedes Mal immer die Therapie dazu, genau, das auf dich abgestimmt ist. Danke, ja, danke, dass du mich erinnerst. Ja. Und dann ist es wie so ein die Zwiebelschale, die man genau psychisch so und körperlich genau schält, so, bis man an genau die Essenz kommt. Genau, das auch was eigen oder interessant ist bei der Clustermedizin oder neuartig, ist, dass man der Analyse entsprechend eine Medizin bekommt, also Informationsmedizin, ein Essenzcluster. Es heißt Essenzcluster, was nur der Mensch sprühen kann, dem die Analyse gehört. Und das arbeitet auch, also es liefert dem Gehirn die Information, die das Gehirn braucht, um das zu korrigieren, was nicht richtig läuft, was schief läuft. Es hat einen großen Einfluss sowohl auf den Stoffwechsel des Körpers, also auf den Stoffwechsel des Körpers und somit auch auf die Psyche oder über die Psyche auf den Stoffwechsel des Körpers. Also man sprüht mehrmals am Tag und dann kommen diese Erinnerungen. Oder was auch noch ein... Und dann reicht die Erkenntnis oder muss ich da noch therapeutisch irgendwie arbeiten oder ist das, wie das, reicht es, dass es hochkommt? Es reicht nicht ganz, dass es hochkommt. Hat sie dann auch getrauert oder kam auch dann... Das war diesen Abend, da hat sie total getrauert, da kam das richtig hoch. Und ich sage ja immer den Leuten, wenn sie in so eine innere Krise daheim reinkommen, häufiger sprühen, also alle 10 Minuten sprühen, damit man quasi einen Durchbruch schafft. Und das hat sie auch gemacht und dann kam der Durchbruch und dann bei der Frau kamen die Herzrhythmusstörungen nicht mehr. Ja, die kamen ab dieser Erkenntnis nicht mehr. Sie hat dann noch einmal, ich sage sicherheitshalber, macht man dann wieder noch mal eine Analyse, um das Ganze zu festigen. So eine Analyse wird zwischen 2 und 3 Monaten bearbeitet. Bearbeitet mit einem individuellen Mittel. Also es dauert circa 2-3 Monate, bis man die Themen mit dem individuellen Clustermittel gelöst hat und dann an die nächste Zwiebelschale sich mit der nächsten Analyse rantrauen kann oder rangeht. Und wie gesagt, manchmal braucht man mehrere Gänge und manchmal geht es sehr schnell. Ich hatte dann nochmal eine Frau, wieder ganz anderer Fall. Sie kam mit ihrem Sohn. Der Sohn hatte so ein bisschen hyperaktive Ader, hat in der Schule sich fürchterlich benommen, vor allem seine Klassenlehrerin
sehr, sehr, sehr geärgert und schlechte Noten geschrieben und so weiter. Und sie kam wegen dieser Hyperaktivität, die ihm diagnostiziert wurde, bei mir, zu mir in die Praxis. Und ich nehme immer die Mütter dazu. Mhm. Ja, bei Hyperaktivität sage ich immer, okay, aber bitte, die Mutter muss mitclustern. Und in diesem Fall war das die Lösung, weil die Mutter hat mir, glaube ich, im Laufe des zweiten Cluster-Tests, haben wir auch zwei gebraucht. Also der Sohn, bei dem ging das alles super, war auch sehr sympathischer Junge, der sich auch super benommen hat bei mir in der Praxis. Der war damals 10 Jahre alt ungefähr, 19 Jahre. Und dann hat die Mutter mir unter 4 Augen was gestanden. Und hat gesagt, wissen Sie, Frau Wasinger, ich glaube, ich bin selber schuld daran, dass mein Kind sich in der Schule so benimmt, weil eigentlich ärgere ich mich über meinen Mann. Ja? Mhm. Aber ich sage es nicht meinem Mann, sondern ich schimpfe dann meinen Sohn. Ich sage ihm, dann kommt und er die Erkenntnis kam auch durch die Clusterarbeit, ja. dass einfach Zusammenhänge bewusst werden. Genau, weil das habe ich so oft erlebt, dass die Leute plötzlich wirklich realisieren, was sie tun. Ich meine, der Frau war es gar nicht bewusst, dass sie ihren Frust, den sie auf den Mann hat, am Sohn ablehnt. Aber da wurde es ihr bewusst. Mhm. Da hat sich das auch komplett verändert. Und der Sohn hat den Frust von dem, auf der Mutter, es war wirklich ein... Auf der Lehrerin. Genau, er hat es dann an der Lehrerin ausgelassen. Und das hat sich wirklich komplett gedreht. Und... aber oft braucht man noch ein bisschen weiter diese Clustertherapie, damit man diese Erkenntnisse im Alltag integriert. Und noch einmal ein wirklich ganz anderer Fall wieder, wo ich auch eine Zeit lang gebraucht habe, bis wir auf die, also oft sieht man sofort, okay, Zähne oder das oder jenes oder Darm. In dem Fall habe ich auch mir gedacht, war selber auch Therapeut, sehr erfolgreicher Mann, älter, und der hatte Schwächeanfälle, Probleme, gesundheitliche Probleme, Schlafstörungen und kam zur Clustertherapie und hat auch seine Patienten therapiert. Und dann war das auch nach ein paar Analysen, war da so ein bisschen dieses Krebsgeschehen sichtbar. Mhm. Als ob er in ein Krebsgeschehen reinlaufen würde. Das sieht man auch in Analysen, ob jemand die Gefahr läuft, in ein Krebsgeschehen reinzulaufen. Also Stoffwechsellage hat, die dann zum Krebs führt. Und da ist er richtig panisch geworden. Und war ich überrascht, dass der da so panisch reagiert hat. Und dann kam raus, dass er vor vielen Jahren von einem Medium gesagt bekommen, in welchem Jahr er sterben wird. Oh. Und er war kurz, also ich glaube ein Jahr vor diesem Jahr gestanden. Und tief in seinem Inneren war diese Angst, dass er sterben muss, jetzt bald. Selbsterfüllende Prophezeiung wird ja genau. da angehen. Und dann habe ich ihm wirklich versichern können. Habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe so viele Fälle gesehen. Mhm. Wenn man das in Analyse sieht, dann ist es noch rechtzeitig. Wir können das drehen. Und er soll einfach weiter das genauso konsequent machen, wie er es bis jetzt gemacht hat. Er hat das sehr konsequent gemacht. Der hat sehr konsequent gesprüht, er hat die Klangcluster gehört, wir haben ja auch Klangcluster-Therapie, können wir anders mal, werden wir heute nicht schaffen, besprechen. Wir haben Bildcluster, also wir haben noch andere Therapie-Möglichkeiten, ja, wir Cluster-Therapeuten, wirklich an das Unbewusste des Menschen rankommen. Der Mann lebt heute noch glücklich und zufrieden, nach fast 10 Jahren. Ja. Der ist quasi, hat fast 10 Jahre diese Voraussage überlebt. Aber man unterschätzt wirklich, was sowas dann nachher machen kann. Ja, ja. Und man unterschätzt, wie tief das wirkt, wo man es vergessen hat. Also ich habe wirklich oft erlebt, die Leute haben es dann vergessen und irgendwas kommt hoch unter der Clustertherapie. Ja, was ich auch super spannend finde, gerade dieses Pränatale auch. Ich hatte da auch mal ein ganz spannendes selber ein Thema, frag mich nicht, schon Jahre her. Es ging irgendwie um Männer und Respekt, Angst, irgendwas. Ja. Und habe dann eine Analyse gemacht und dann kam raus, in der Schwangerschaft hatte meine Mutter Angst vor einem Mann. Ja. Und ich habe gedacht, dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, was ist da was? Nö, kann sie sich nicht dran erinnern. Viertelstunde später ruft sie an und sagt, ich habe in der Klinik gearbeitet, war mit ihrem 3. Monat schwanger und ich habe einen Einbrecher erwischt. Das hat die aber vergessen. Ja. Und genau. In dem Moment... Genau. Habe ich die unbewusste Männer sind gefährlich. Genau. Aber bis wir darauf kamen, das war
wirklich total spannend. Ja. Ich habe, jetzt fällt mir ein, wo du das erzählst, eine junge Frau, ja, so gegen Ende 20, kam in die Praxis, weil sie ständig erkältet ist. Und auch immer Pech mit Männern. Immer irgendwie Männer, die sich stressen und wo das nicht funktioniert. Und aktuell war sie zeitlang, oder ist sie aktuell Single geworden, weil es wieder irgendwie Schwierigkeiten mit dem Mann waren. Aber sie kam zu mir, weil sie ständig erkältet ist und ständig krank ist. Die Nase voll hat. Ja. Naja, der Mann war ja schon weg, der sie gestresst hat, aber irgendwie war sie ständig auch Corona gehabt. Mhm. Und wir haben Analyse gemacht, also diese Aspektauswertung, also diesen kleinen Vortest. Und da war bei den Siegern diese Fragegruppe Prägung. War Körpersubstanz, Speichel, glaube ich, und diese Fragegruppe Prägung, aber ganz weit. Prägung heißt Ahnenlinie, Eltern, nee, Prägung, Muster. Prägung heißt, also Zeit im Mutterleib, Geburt und die Zeit nach der Geburt. Also eigentlich die Zeit im Mutterleib. Die Phase Zeit im Mutterleib primär. Heißt bei uns die Fragegruppe Prägung bei den Clustertherapeuten. Und dann ihre Mutter war mit dabei, also hat gewartet. Und dann haben wir die Mutter gleich, also ich habe sie gefragt, okay, weiß sie irgendwas? Nein, sie weiß nicht. Aber die Mutter ist dabei. Wir könnten ja die Mutter fragen, ob sie irgendwas sagen kann. Dann haben wir die Mutter reingeholt und habe ich die Mutter gefragt, was war da? Weil in der Analyse kommt, wir sollen diese Frage Prägung machen. Mhm. Und sie als Mutter könnte ja vielleicht eine Antwort darauf haben. Und dann hat die Frau gleich Tränen in die Augen bekommen und hat gesagt, ja, es war ganz, ganz schlimme Zeit für sie, weil sie hochschwanger erfahren hat, dass ihr Mann sie betrügt. Ja, okay. Und das war für sie ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Und sie hat so das Gefühl gehabt, sie kann sich dagegen nicht wehren. Und sie muss jetzt bleiben. Sie kann ja jetzt nicht hochschwanger irgendwie. Normalerweise, wenn sie nicht schwanger wäre, hätte sie ihn wahrscheinlich rausgeschmissen. Mhm. Also die Beziehung ging weiter. Die ist zwar später in Brüche gegangen. Und diese Prägung, diese Enttäuschung eben nicht wirklich ordnen können, sondern man muss sie verdrängen und weitermachen. Dieser Schmerz, der die Frau viele Jahre später noch Tränen in die Augen getrieben hat, die trägt die junge Frau. Und das kam mit Cluster. Die war erstes Mal bei mir. Also ich weiß nicht, wie viel Psychotherapie man hätte machen müssen, bis man dahin kommt. Und in so jungen Jahren will man ja nicht gerade Psychotherapie machen. Ja, aber manchmal vergisst man es ja auch. War ja bei uns jetzt in dem Fall auch so, du vergisst, dass du mal einen Einbrecher vor 40 Jahren irgendwo erlebt hast. Ja. Genau, und das ist genau das. Also diese individuelle Clustermittel, also gerade das individuelle Essenzcluster, was apothekenpflichtig ist, muss man in der Apotheke bestellen. Es gibt aber nur Clusterapotheken, die das herstellen. Läuft ganz normal. Und das zeigt wirklich verblüffende Wirkungen. Und ich als Therapeut nutze diese Methode so gerne, weil die Patienten in die Gänge kommen. Also ich muss nicht ständig jetzt machen und tun, ich muss sie nur motivieren zu clustern. Und wenn sie clustern, wenn sie wirklich 10 bis 15 Mal am Tag sprühen, dann beginnen sie selber zu arbeiten und also erkennen. Kann ich auch wirklich Muster, die ich lebe im Alltag, die ich jetzt vielleicht nicht gut finde, keine Ahnung, zu wenig Sport oder Alkohol oder einfach mich in die Gänge krieg, kann ich darüber einfach die Brücke bauen, dass diese unbewussten Bremsmechanismen im Grunde aus dem Weg geräumt werden. Es gibt eine Fragegruppe Fitness. Ich habe auch in meiner Praxis wirklich relativ viele Sportler, also richtig Triathleten, Biathleten, also teilweise Extremsportler gehabt, weil sie gemerkt haben, mit Clustermedizin kann man auch die Leistungsfähigkeit steigern. Und ich sehe, also wenn man die Erfahrung hat, wenn man die Analysen lesen kann, dann sieht man in der Analyse, dass dieser Mensch wahrscheinlich mit dem Sport anfängt. Und oft kommen die Leute dann in die Praxis, wenn man wieder einen Besprechungstermin hat, und sagen, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich hab mit dem Sport oder mit dem Joggen begonnen. Ja, also ganz, ganz häufig. Spannend. Oder die Leute fangen abzunehmen. Die können sonst nicht abnehmen. Und oft sieht man, die Psyche blockiert. Die Psyche blockiert, die Psyche braucht diesen Schutz. Ja, die können nicht abnehmen, weil die Psyche sagt, nee. Ja, die Welt da draußen, die ist so schlimm. Ich kann meinen Puffer nicht abgeben. Also es ist, diese Praxisarbeit ist so schön, weil man dann wirklich mit dem Menschen arbeitet und nicht ihm
einfach was gibt. So ein Standardprogramm runter. Genau, ja. Er nimmt ja. und dann mhm. wird er gesund und kann genauso weiterleben wie bis jetzt, mhm. sondern die Leute sind motiviert, ihr Leben zu verändern. Ja. Schön. Ludmilla, ich finde das voll spannend. Das ist natürlich genau das, was mich immer so interessiert, diese unbewussten Muster. Wenn jetzt wirklich Menschen sagen, boah, ich möchte so eine Analyse haben, wo kann ich mich da informieren oder finde Therapeuten? Ja, es gibt einige Clustertherapeuten in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, also deutschsprachiger Raum primär. Und diese Therapeuten findet man auf der Webseite meta-cluster.com. Mhm. Da gibt's Therapeutenverzeichnis. Man kann aber auch zu Therapeuten des Vertrauens hingehen und sagen, ich würde gerne diese Methode haben. Also wenn man sagt, okay, der nächste Therapeut ist 100 Kilometer weit, weil diese Methode ist noch nicht so bekannt. Also es läuft mehr über Mundpropaganda, mhm. aber man findet das in diesem Therapeutenverzeichnis. Das wäre für jeden Psychologen Gold wert. Ja. Die Praxen ja. sind eh voll, ja. Lösungswege sind auch sehr ja. Limitiert, ja. Kinder sind komplett ja. am Ende. Man kann sehr viel Zeit sparen. Mhm. Man kann Super. Wirklich sehr, sehr viel Zeit sparen, weil man sehr schnell auf den Punkt kommt. Mhm. Mit diesem Vortest kommt man sehr schnell auf den Punkt. Ja, toll. Vielen Dank. War super spannend, freue mich, wenn danke, wir uns wiedersehen. Ja. Ja, danke schön. Liebe Zuschauer, ja, ich bin begeistert, was es alles für Methoden gibt, Analysemöglichkeiten, um dann auch wirklich an die Wurzeln zu kommen. Radikal ist ja natürlich in dieser Zeit auch super wichtig und ich hoffe, Sie hatten auch so viel Freude wie ich. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss.